Seit Montag früh ist Georg Dornauer, der Vizelandeshauptmann von Tirol und SPÖ-Politiker, in gehörigen Schwierigkeiten. Dafür gesorgt hat die Titelseite der Kronenzeitung. Da ist nämlich er, René Benko, und ein toter Hirsch zu sehen. Denn man war jagen, gemeinsam. Also René Benko, Georg Dornauer und ein befreundeter Hotelier. Soweit ist es mindestens bis jetzt bekannt. Was irreführend ist, ist scheinbar die Kopfbedeckung von Herrn Dornauer. Die würde nämlich ausweisen, dass er den Hirsch geschossen hat. Dazu hat sich Dornauer inzwischen schon geäußert. Nein, es sei nicht sein Hut, hat er da gesagt, sondern eben der jenes befreundeten Hoteliers, der den Hirsch geschossen haben soll. Der hat das mittlerweile auch schon bestätigt und auch in der sogenannten Abschussliste dürfte sich nachlesen lassen, wer tatsächlich der Schütze war. Das alles nimmt aber die Problematik nicht wirklich weg. In Tirol, da fordert so ziemlich jede sozialistische Organisation mittlerweile den Rücktritt von Georg Dornauer und scheinbar kommen auch ähnliche Rufe aus Wien. Es dürfte allerdings auch noch Krisensitzungen zu dem Thema geben. Eine wirklich schiefe Optik bestätigt da auch Georg Dornauer. Allerdings, so schnell will er die Flinte nicht in den Porsche werfen und meint, er wird wohl weiter seine Funktionen ausüben. Die Frage ist, ob das tatsächlich durchgeht, vor allem wenn man dann in den Krisenstäben beschließt, dass Dornauer so nicht tragbar für die SPÖ ist. Alles in allem, ja, wie schon Herr Dornauer gesagt hat, eine wirklich äußerst schlechte Optik.